Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Ich zocke alle NES-Games dieser Welt. Und wir sind gerade bei Zelda 2. Zelda 2 am NES. Ich habe hier gerade den Palast hier geschafft. Wie ich das gemacht habe und wie ich mir die Flöte geholt habe, das könnt ihr euch da oben gleich anschauen. Und hier geht's weiter mit der Aufweckung der Spinne. Die Vertreibung der Spinne. Oder wie heißt das im Spiel? Das Seemonster oder so? Ja, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wisst, wie dieses Monster da unten heißt. Seemonster. Seeteufel, glaube ich, oder? Seeteufel heißt er. Gut. Wir sind hier bei der Stadt. Schauen wir kurz mal nach. Wir haben genug Energie, genug Magie. Und sonst haben wir auch noch alles. Gut. Alles da, wunderbar. Apropos alles da, ein Schluck Kaffee ist natürlich auch hier und das Ganze natürlich wieder mal mit der guten alten Meerschweinchen-Tasse. Lecker, lecker Kaffee, Meerschweinchen-Kaffee. Diese Sendung wird Ihnen nicht gesponsert bei Meerschweinchen-Kaffee. Meerschweinchen-Kaffee, auch für Ihr Zuhause. Gut, hätten wir den Werbeblock auch abgeschlossen und holen wir uns ein bisschen Farmen nur. Und ein bisschen sterben. Ja, mache ich richtig schlecht. Richtig schlecht mache ich das. Wahnsinn. Ich muss ein bisschen warm spielen. Zum Warmspielen ist immer ganz gut, so mal einfach mal ein paar Punkte farmen gehen. Ja, voll abgelost. Wahnsinn. Ich muss mich erst dran gewöhnen, an den Controller und allem. Ich spiele momentan sehr viel Animal Crossing, was so gar nichts mit Zelda zu tun hat. Ah, Punkte sack und 200 Punkte. Bin ich schon auf 450. Na bitte, ist ja nice. Noch ein bisschen Leben. Einmal geht's noch. Einmal Punkte farmen noch. Feuerzauber. So, weg damit. Supi dupi. Weg damit. Da fällt mir was ein. Wir sollten nicht nur Punkte farmen. Wir haben auch noch nicht genug Magie. Da geht noch mehr. Uns fehlen noch zwei Magie-Container. Da habe ich irgendwo einen vergessen. Das schauen wir noch. Bevor wir das Seemonster aufwecken. Und kurz davor schauen wir auch noch zu der netten alten Dame hier, die uns den guten alten Lebenssaft gibt. Nein, die gibt uns den Magiesaft. Hallo, Magiesaft, bitte, danke. So. Danke sehr. Und Leben, nochmal Leben. Nein, es geht nicht. Verdammt. Danke. Ja, komm an. Gibst du mir Leben? Da kommt niemand raus. Okay, muss ich nochmal rein und rausgehen. Ich dachte, da war auch gleich die Frau mit dem Lebenssaft. Ja. Und da liege ich hier in dem Turm. Kommt hier die Frau mit dem Lebenssaft nicht raus? Tatsächlich. Oder bin ich zu ungeduldig? Mag sein. Mag sein, dass ich einfach zu ungeduldig bin. Danke sehr. Ich bin auch immer so eine schnelle Action. Ich lasse dich gar nicht ausreden. Bin sofort wieder weg. Da ist die Dame in Rot mit dem Lebenssaft. Tschüss, Papa, und auf Wiedersehen. Nein, du bist nicht die Dame mit dem Lebenssaft. Machen wir das so. Gut. Gehen wir wieder zur alten Dame, holen wir uns nochmal Magie und sagen Tschüss, Papa. Danke sehr. Rein. Und auf Wiedersehen. Thank you very much. Gut. Raus hier. Raus hier. Mal kurz zwischenspeichern. Ja, wer zum ersten Mal einschaltet, der weiß es vielleicht noch nicht. Ich spiele hier mit Zwischenspeichern. Ja, ich spiele mit Safe Games am Emulator. Tatsächlich. Und ich stehe noch dazu. Gibt's denn sowas? So, machen wir mal darüber. Auf die Schnelle. Hier gibt's irgendwo noch. Irgendwo habe ich einen Magie-Container vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst es vielleicht. Ihr wart vielleicht aufmerksamer als ich. Ich habe es leider vergessen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den da oben vergessen habe. Also ich hoffe, dass es der ist, den ich vergessen habe, weil das ist der, den man am einfachsten holen kann. Das ist der gleich beim Start oben. Beim Start war ich ja schon ewig nicht mehr. Weiß ich ja gar nicht mehr, wie der aussieht. So. Die Folge der Übertreibungen. So. Und tschüss.
2 Punkte. Uiuiuiui. Das war da unten irgendwo, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht nicht geholt habe, weil ich damals noch nicht die Kerze hatte. Nicht dort dran. War das so? Irgendwie so war da was. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Müssen wir das Let's Play anschauen, dann wüsste ich es. Gut. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen. Irgendwo. Ah! Er juckt mich gleich die Nase. So. Die bringen wenigstens 10 Punkte, eigentlich gar nicht so schlecht hin. Ist eigentlich von Anfang an gar nicht so schlechte Höhle wahrscheinlich zum Punkte fahren, oder? Wenn sie 10 Punkte hergeben. 10 Punkte sind nur am Anfang. Mist, okay. Ich habe mir den geholt. Dreck. Ich habe das halt ein bisschen befürchtet, dass ich mir das schon geholt habe. Das heißt, es muss einer von den anderen Magiecontainern sein. Es gibt da drüben bei der Insel gibt es noch einen Magiecontainer. Habe ich den vergessen vielleicht? Beim Labyrinth. Ich schaue das jetzt, Leute. Ich schaue mir das an. Ich such diesen Container. Es tut mir leid. Aber den brauche ich. Weil ohne den Container bin ich einfach kein ganzer Mann. Nein, ich glaube, ich werde es einfach für den Endboss brauchen. Ich habe so Schiss von diesem letzten Level, weil ich das einmal schon nicht geschafft habe. Vor Jahrzehnten vielleicht. Nein, Jahrzehnte nicht, aber vielleicht war es ein Jahrzehnt. Kann schon sein. Okay. Weg hier. Müssen da hinauf. Die kann man nur mit Zaubern töten, das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Moment, ich kann da glaube ich übers Wasser raufgehen irgendwie. Gab es nicht eine Abkürzung übers Wasser? Ich glaube, da gab es eine Abkürzung übers Wasser. Aha! Ich habe den Fall. Eine Magieflasche gefunden. Eine versteckte. Cool. Ich brauch's jetzt nicht, aber. Das habe ich auch noch nirgends gelesen, dass das gibt. Ja, die Profis sind da. Ich denke, ja, alter Hut, kenne ich. Ist alt. Mach weiter. Aber für mich ist das durchaus neu. Gut, ich muss jetzt hier rüber gehen. Über die blöde Brücke. Glück gehabt hier. Glück gehabt hier. Kurz abspeichern. Weiter geht's. Okay, hier war irgendwo noch ein Magiecontainer versteckt. Da oben links irgendwo war das. Den habe ich mir, glaube ich, nicht geholt. Kann das sein, dass ich mir den nicht geholt habe? Da links irgendwo. Ist das da hier gewesen? So. Den sterben geschickt mal schnell. Tschüss. Nein, mal so kommt man auch an Punkte. Geh, so nicht. So kommt man nur an. Wusa. So. War das hier irgendwo? Ich glaube, hier war das irgendwo. Ja. Habe ich mir den geholt? Nein, das ist er. Ja. Der gute Magiesaft, jawohl, jetzt fehlt mir nur noch eins. Ein Strichel fehlt mir noch. Dann habe ich Maximum Magie. So viel Magie habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt. Zumindest nicht in meiner Zelda 2 Karriere. Ich glaube, ich hatte noch nie alle. Also ich hole mir jetzt noch einen. Ich hole mir jetzt noch den letzten Magietrank. Da geht es nicht weiter. Okay. Muss ich wieder die Brücke nehmen. Gut, nehmen wir die Brücke, überredet. Da kann ich irgendwie abkürzen. Wo war die Abkürzung? Da. Geh weiter, Linky. Der Linky. So. Gehen wir da zurück. Nochmal kurz ins Dorf. Bei der netten Dame vorbeischauen kurz. So, die nette Dame, wo sind sie? Gut, leben. Nette Dame. Hey, Entschuldige. Entschuldigung. Wie schaut's aus? Danke sehr. Mich aber um meine Äußerung nicht voll gefühlt. So ein Fuzzi. So ein Fuzzi-Leben fehlt noch. Hab pfeif ich drauf. Ich trotzdem weiter. So. Speichern wir mich ab. Abgespeichelt. Und weiter geht's. Jetzt wird
dieses Monster hier aufgeweckt. Schlafende Monster weckt man nicht. Eigentlich. Ich wecke sie trotzdem. Ah, schon wieder so ein Mist. Ja, ich mach die jetzt nicht weg, weil ich weiß nicht, wie viel Magie ich noch brauchen werde. B. Ah, komm. Jetzt hat es so ausgesehen, als wäre ich nach unten gefallen. Total geschockt. Und man dachte, das ist ein Glitch. Ich will einfach weitergehen. Nein. Weg, die Rettung. Gut. Jetzt kann ich ja immer diese Flöte spielen und überall mit B. Habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Gut. Ja, gehen wir mal den Weg entlang. Den guten alten Weg entlang gehen. So. Ich weiß auch, dass die richtig übel waren. Da, an die kann ich mich erinnern. Ich weiß, dass die richtig übel waren, diese Dinger. Okay, ich werde es versuchen. Mal schauen, wie... Wow! Noch ein Treffer und noch ein Treffer. Dreck. Okay, weiter geht's. Nicht so elegant gewesen. So, vielleicht wäre es besser, wenn ich den besiegt hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht. So, da... Nein, ich will doch den hier... Ach's! Dreck! Die verziehen total... Okay. Noch einmal. Yeah! Wow, der hat 150 gebracht. Nicht schlecht. Okay, wow. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber... doch noch getroffen. Dreck. Soll ich mir jetzt heilen? Nee. Wird nicht geheilt hier. Wird weitergespielt. Okay, hier ist der Friedhof. Ich glaube, den Friedhof sollte ich eher in Ruhe lassen, was ich so gelesen habe. Ja, ich habe wieder mal ein bisschen in der Komplettauflösung geschmökert. Ich gebe es ja zu. Ich spiele mit Komplettauflösung. Und da habe ich gelesen, hier oben gibt es was. Da oben gibt es eine Höhle und da gibt es Punkte und da sollte ich reinschauen. Weil Punkte sind gut. Sagt Mama. So. Mama sagt, Punkte sind gut. Und ich kotze hier ab bei den ersten Gegnern. Ich mag nicht eigentlich nicht so viel sterben eigentlich. Ja, komm her! Ja! Jackpot! Das habe ich jetzt gebraucht. Eine leckere Fee zum Nachtisch. So. Ja! Okay. Wir gehen jetzt also darauf und holen uns die 500 XP in der Höhle. Ich glaube, da gibt es 500. Das war richtig kacke. Warum geht der auch so langsam? Der geht so langsam wie... Ich habe gar keinen Vergleich dafür. Der geht langsam als Bomberman. So. Am Anfang geht Bomberman immer so super langsam. Nervt total, finde ich. Und hier drinnen herumzuwatscheln, wenn die Gegner so schnell sind, macht auch nicht viel Spaß. Gut, ich hole mir hier jetzt meine XP. Hoffentlich. Das war ja Glück. Könntet ihr euch ein bisschen verduften, ihr blöden Augen? So, tschüss. Elegant. Elegant! Mit einem Schwertstoß nach unten. Mein Lieblingsmove. Schwertstoß nach unten. Super ist der. Und da gibt's jetzt... Was bist du für einer, Junge? Ist da was versteckt? Nope. Ja, 1400. Danke. Tschüss. Soll ich den wegbekämpfen? Wird wahrscheinlich ordentlich Punkte bringen. Ach, ich lasse den in Ruhe. Ruckedigoo. Ich lasse dich in Ruhe und mache jetzt einen Schuh. So. Ja, vielleicht wird es ja doch noch was mit der Rap-Karriere. Gut. Immer wieder im Wald. Gehen wir rüber in den Wald. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Zur nächsten Höhle. Da müsste ich nicht einfach verduften. Mit Hüpfen geht's besser.
Wenn man denn hüpfen kann. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. Ja, schwer auch noch. Achs. Da, da ist die Höhle. Die brauche ich. Oh. Ja, ich wollte eigentlich, das wollte ich eigentlich nicht haben. Ich wollte eigentlich das andere haben. Das Gute wollte ich haben. Das Gute, nicht das Schlechte. Wird man einen Schrein sehen, ich hab drin. Lautlos reicht nicht. Jetzt müsste den Modus halt für immer die Fresse geben. Oh Mann. Vielleicht war der Kaffee doch ein bisschen stark heute. Apropos. Nein, keine Zeit zum Kaffee trinken. Ah! Da bin ich jetzt. Komme ich da zu der versteckten. Komme ich da zur versteckten Stadt? Ja, oder? Das ist da, glaube ich, irgendwo. Was sind da schon wieder für Hansis? Schon wieder diese Skorpione. Mit denen muss ich mich auch mal befassen, wie die gehen. Ich glaube, hier ist es. Aber wie kann ich das Holz fällen? Ich soll Holz fällen hier, habe ich gelesen. Holzfällen mit A, okay. Ich dachte, Holzfällen geht mit B. B ist ja die... Ja, da ist es. Und rein damit. Ah, endlich in der Stadt. Die versteckte Stadt ist das jetzt. Die versteckte Stadt. Ah, die heißt wirklich versteckte Stadt. Versteckte Stadt. Kasuto. Kasuto. Und wo wohnst du so? In Kasuto. Da ist eine nette Dame. Guten Tag, wie geht's Ihnen so? Okay. Kommt da jetzt jemand raus aus dem Haus oder so? Dame in Blau. Dame in Blau ist gleich gut. Dame in Blau ist, glaube ich, gut. Du brauchst Hilfe. Folge mir. Ja, ich brauch dringend deine Hilfe. Und ich bekomme von dir. Du lässt mich rein. Und ich kriege etwas ganz Spezielles. Nämlich. Sagst du mir noch mal was? Ja. Da ist ein Geheimnis in der Stadt. Okay. Und wir sagen hier haben wir auch ein Geheimnis. Nämlich, was kriegen wir hier? Den letzten Zaubertrank. Und den letzten Zaubertrank, Leute, den hier, den bekommt man nämlich nur, wenn man schon alle anderen hat. Deswegen war ich vorher so erpicht drauf, hier rumzulaufen und den letzten zu finden. Letzter Zaubertrank. Yes, 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 yes. Wir bereiten uns vor, ihr seht schon, wir bereiten uns hier vor auf den ultimativen Endkampf. Ja, auf den ultimativen Krieg bereiten wir uns hier vor gegen den Endboss. Ja, das ist es. Ja, volle Magieleiste. Schaut das nicht fein aus. Jetzt brauchen wir noch volle Lebensleiste und dann bin ich glücklich. Gut, aber da fehlt noch was. Wir sind in dieser Stadt noch nicht fertig. Es gibt in dieser Stadt noch einen Zauberspruch. Schauen wir mal. Gibt es den bei dir? Bitte rette unsere Stadt. Link macht das, keine Sorge. Okay, da gibt es nichts. So schaut zumindest nicht so aus. Da ist die nette Dame in Rot. Der alte Mann hat die Magie mit zwei Löffeln gefressen. Gut, da gibt es wieder Magie-Auffrischpunkte, nehme ich mal an. Ja, aber hier gibt es nur extra Magie. Die bringt mich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Mein Handy leitet, normalerweise leitet mein Handy nicht, aber es leitet halt die ganze verdammte Zeit leitet mein Handy. Ich habe allen möglichen Leuten gesagt, Leute, ich nehme jetzt mal eine Stunde auf. Ich bin einfach mal eine Stunde weg. Ich nehme auf, ich spiele Zelda, Leute, ich bin weg. Und was passiert ist? Dieses verdammte Telefon rennt die ganze Zeit. Ich nehme das gerade auf in der Corona-Krise, wo überhaupt nichts los ist. Keine Sau ruft an den ganzen Tag. Kaum schalte ich den Stream ein und bam, 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 Anrufe ohne Ende. Okay, genug gerantet. Schöne Grüße, falls die Anrufer das sehen. So. Bleibe eine Weile bei mir. Natürlich, schöne Frau. Kein Problem.
die füllt mir die Magieleiste, die Lebensleiste auf. Ja, so ein Besuch bei einer netten Dame füllt einen die Lebensleiste auf bei Zelda 2. You must save. Ja, ich muss nicht die Stadt retten, ich muss das ganze Land retten. Ich muss alles retten. Es wird nur noch gerettet hier bei Zelda 2. Okay, was haben wir hier? Eine nette Hütte. Ist da was da unter, da, unter dem? Da ist nichts. Unter dem Tisch ist auch nichts. Aber da ist was. Da, raufdrücken? Ja. Im Kamin raufdrücken. Kamin raufdrücken und dann sind wir beim Zauberer. Der gute alte Zauberer. Wenn wir gleich anquatschen, mal den guten alten Zauberer. Erinnere dich an das magische Wort. Und das magische Wort ist einfach Zauberspruch. Wie lässt sich sowas einfallen? Wieso? Einfach Zauberspruch. Spell. Spruch einfach. Der Zauberspruch. Spruch. Super. Nicht sehr einfallsreich. Egal. Ich hätte mir was anderes einfallen lassen. Ich als Game Designer hätte es anders gemacht. Ich als Game Designer hätte Zelda 2 natürlich noch besser gemacht. Ja, okay. Vergesst, was ich rede. Ich habe letztens versucht, ein Minecraft Jump Level zu bauen. Ist gar nicht so schlecht geworden. Minecraft Jump Level habe ich gebaut. Ist gar nicht so schlecht geworden. Da gibt's nichts. Aber klar, die Game Designer von Nintendo hatten es schon drauf. Gibt's nichts. Da gibt's nichts zu meckern. Und hier gibt's nichts. Warte, hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Die Leere. Und jetzt kommt der super gute Zauberspruch. Spruch. Den Zauberspruch. Spruch sprechen wir jetzt. Und. Boah, Magic. Alles ist da. Hier ist alles plötzlich da. Kann man da reingehen? Kann man auch reingehen. Super. Und was bekommen wir hier? Hier bekommen wir den magischen Schlüssel. Yes! Magischer Schlüssel! Was für eine Folge! Zaubertrank eingesackt! Noch ein Zaubertrank eingesackt! Volle Magieleiste! Dann den Zauberspruch Spruch erlernt! Und jetzt noch den magischen Schlüssel! Leute, richtig, richtig feine Folge! Hat mir Spaß gemacht! War mal was anderes als diese richtig, richtig harten Dungeons immer! Wow! Supi, supi! Ich mache hier einen Kartsack. Danke, ihr, für euch geht es gleich hier weiter. Hier könnt ihr gleich weiterschauen. Ich verlinke euch gleich das nächste Video. Bis gleich.